alle zusammen, willkommen auf meinem Kanal. Ah, wir sind hier. Also in diesem Fall schaut, was ich sehe und was es auf dieser Strecke zu entdecken gibt. Da es sich hier ja um eine Rundroute handelt, sollte man die theoretisch auf beide Seiten irgendwo fahren können. Weil sie in beiden Seiten sollte ausgeschildert sein, was im Normalfall auch so ist. Also, in diesem Fall. Ich kann es ja jetzt eigentlich losgehen. Für die, die nicht hören wollen, was ich noch zu sagen habe, die sollen halt zwei Minuten weiter führen gehen. Also gut. Eigentlich hatte ich geplant, von meinem Übernachtungsplatz 14 km an den Startpunkt ungefähr dort zu gehen, wo ich die Rundroute wollte starten. Da das aber gestern schon ein halber Horror war, durch Genf durchzufahren, weil nicht weiss, wo du darfst fahren, dann hat es Einbahnstrassen, Fahrverbotstafeln, Veloverbotstafeln und trotzdem zeigen am Boden immer irgendwie wieder Velozeichen in irgendeiner Richtung. Dass du keine Ahnung hast, darf ich nicht, dann fahre ein Velo trotzdem dort, dann fahre ein Auto dort. Null Ahnung, wie das ist. Das geht da und das Theater wollte ich mir ersparen. Darum bin ich heute in der Nähe von meinem Übernachtungsplatz mit dem ÖV. Fast bis da vorne, ein Stück weiter hinten bin ich ausgestiegen, hätte noch den Bus nehmen, aber die paar hundert Meter bin ich jetzt hier angefahren. Das habe ich halt vorher nicht gewusst beim Planen über den Billett. Das ist der einzige Grund, warum ich das so gemacht habe. Das heisst, jetzt habe ich mehr als genug Zeit, weil ich 14 km mit dem ÖV unterwegs war. Das war erst irgendwie halb 10 Uhr am Morgen. Der zweite Grund ist, ich habe ein E-Mail bekommen, weil ich in Genf auf einem Platz über Nacht und gleichzeitig als Tourist gilt. Und jetzt habe ich eine Genf-Tourist-Karte bekommen. Die habe ich aktivieren. Das heisst, ich kann jetzt im ganzen ÖV mit Schiff und allem kann ich gratis fahren. Das Velo natürlich nicht. Und demzufolge musste ich nur ein kleines Billett lösen fürs Velo und das hat mir 2 Stutz gekostet. Also, ich bin gratis gefahren, mein Velo leider nicht. Das wollte ich abklären, aber die Öffnungszeiten sind irgendwie am 10 Uhr und darum konnte ich dort noch niemanden erreichen. Bla bla bla, kurze Rede, lange sind. Jetzt geht es los, in die Richtung dort offen. Auf dem Weg habe ich gerade geschaut, es sollte etwas zum Essen einkaufen geben. Ich muss noch etwas zum Morgen haben und schauen, was ich noch zum Mittag esse. So. Jawohl, und wie gesagt, hier geht es jetzt rauf. Juhu, da hat es eine Wandertafel mit einer Übersicht vom Wandern. Aber weil es Leute gibt, die so Scheiße machen, finde ich nicht so wie die Höhe hier ist. Und gleichzeitig bin ich an einem Punkt angelangt, da vorne rechts oder links. Ich bin eigentlich erst gerade eine Minute gefahren. Ich gehe jetzt rechts, weil wahrscheinlich liegt hier ein Laden, wo ich etwas kaufen kann. Kreisverkehr, könnt ihr auch auf meinem Kanal finden. Hier ist gerade ein schön ausgeschmückter. Ich weiss jetzt nicht, ob das so aussieht, als ich schon mal durch bin, weil hier ist noch die Route 1. Die blende ich euch auch gerade unten rein. Die habe ich auch schon gefahren. Deswegen halte ich das jetzt nicht fest. Und ich bin bereits schon ein zweites Lädchen, also vor dieser Situation, die ich gerade erklärt habe. Und hier hinten ist auch noch mal so ein Mini-Shopping. Aber das ist immer noch nicht mein Ziel. Ich gehe weiter dort rauf zum nächsten Laden. Also innerhalb von dieser kurzen Zeit bin ich schon wieder an zwei vorbeigefahren. Tea Room und sonst irgendetwas, da ist auch noch mal was. Und ich habe mir anders überlegt, weiter vorne wäre ein Grossverteiler gewesen. Aber aufgrund dessen, dass es so frisch ist, nehme ich nicht meine kalte Schocke, die ich gerne am Morgen nehme, sondern etwas Warmes. Ich habe sogar zusätzlich noch den anderen langärmigen Bulli angelegt, über das Velozeugs. Es ist einfach immer noch kühl. Es ist, wow. Also, jetzt gehe ich wieder rein, da habe ich auch eine bessere Übersicht über das Velo als in einem Grossverteiler. Ja, deswegen mag ich so viel Läden eigentlich lieber. Gut, nachher geht es weiter. Jetzt gibt es was für mich zum Futtern. Juppe, das wäre das andere Geschäft, das ich gemeint habe. Wo man ein bisschen grösseren Einkauf machen könnte. Irgendwie ist der rot. Ist der zu? Ah nein, jetzt kommen Leute raus. Alles klar.
Ja, da vorne kann ich euch sagen, wo ich bin, da hat es eine Wandertafel. Jo, jo, also gut. Ich bin hier in einer Strasse gelandet, wenn ich den Weg genommen habe. Da gibt es wirklich, boah, ich habe es vorher schon gesagt, und da ist schon wieder ein Restaurant. Vorher hast du wieder irgendetwas gesehen. Verdurst und verhungern minder da, nicht wenn ihr da durchfahrt. Bei der Wandertafel, Bernex-Eglise, irgendwie so. He. Gleichzeitig hat es dort hinten unten noch Trinkbrunnen, da hat es zwar noch Sitzbänkchen. Und eben, ja, da ist wieder ein Restaurant. Jawohl, und weil das Eglise heisst, Eglise heisst Kirche. Hier fahre ich vorbei, da habe ich hier raufgeschaut und als ich vorbeigefahren bin, habe ich dort vorne angehalten, weil ich gedacht habe, ich muss einfach mal schauen, ob ich hier noch richtig bin und euch keinen Mist erzähle. Und prompt, exakt dort vorne muss ich links rauf. Und weil ich hier links die Kirche angeschaut habe, habe ich die Tafel hier übersehen, die hier schon zeigt, dass ich vorne links rauf muss. Unglaublich, das Gefühl. Und ja, vorne sieht man, ist sie auch mal dran gewesen. Die haben sie offenbar dahinter versetzt. Warum auch immer. Dort vorne war sie sinnvoller gewesen. Dort vorne ist ein Pfosten, den seht ihr jetzt nicht. Eine kleine Enttäuschung vorne weg für euch. Drohnenaufnahmen wird es diesmal keine geben. Es hat schon geschifft, als ich los bin. Es soll die ganze Zeit immer wieder schiffen. Jetzt habe ich Glück, es ist wieder trocken. Deswegen habe ich sie gerade an meinem Platz gelassen, wo ich übernachte. Und ein Stückchen weiter oben kann ich euch mal die Landschaft zeigen. Links und rechts von mir hat es Weinreben. Die Aussichten sehen so aus. Jawohl, und die sind hier gerade am Präparieren. Ah ja, stimmt, was ich noch vergessen zu sagen habe. Wenn ihr nicht sehen fahren oder geradeaus, da komme ich gerade an die Stropstrasse. Mal schauen, wie es ausgeschildert ist. Ja, hervorragend. Hier zeigt die Tafel nach links. Vielleicht habt ihr es vorher im Bild geachtet und gesehen. Dort geradeaus hat es eine Art wie eine Bushaltestelle mit einem Unterstand quasi. Wenn es schifft, kann man dort unterstehen. Was wir auch wissen dürfen ist, Genf ist der drittgrößte Weinproduzent der Schweiz. Ich probiere etwas weniger zu mitteilen, was da nicht so gut läuft. Ich hatte zwei Situationen kurz hintereinander, was einfach nicht ausgeschildert ist und man kann falsch fahren und am nächsten Ort an eine Stoppstrasse kommt, wo man geradeaus nicht kann, nur links und rechts kann. Ich hoffe, wenn ihr das einmal fahrt, ist das besser ausgeschildert. Und weitere Weinfelder, Weinreben. Hier sieht es zwischendrin schön geräumt aus. Und hier nebenan hat man wohl neue angepflanzt, die haben einen ganz dünnen Stamm. Da hat man einiges vor mit Wein, wie es aussieht. Oh, jetzt habe ich gerade gedacht, wieso habe ich einen Tropfen auf der Kamera? Es fällt wieder auf den Tröpfeln. Mal schauen, ob es regnen kann. Wieder. Wo muss ich hier durch? Geradeaus, so ist es ausgeschildert. Vorher war wieder eine Tafel von grünen Zeugs, von Wachsen, die man nicht sieht, wo durch. Selbst in den abgelegensten Ecken hier fahren der ÖV. Das ist noch gut. Also, ÖV hat es überall. Jo, und in der nächsten Ortschaft schaue ich gerade schnell, wie das Gewitter verläuft. Dass ich weiss, ob ich schnell warten soll. Oder weiterfahren, es tröpfelt nämlich immer mehr. Da vorne ist die nächste Ortschaft. Jawohl, es tropft immer mehr. Und warum ich halt einmal länger brauche für meine Sachen, wenn ich unterwegs bin, ist, weil ich viel Fotos und Filme. Unter anderem auch Trinkbrunnen für euch. Aber das ist jetzt kein Trinkbrunnen, aber originell, so eine Weinpresse jetzt aus. Aber das hat man umfunktioniert. Als ein Brunnen, cool. So, jetzt wird es wieder ein bisschen anders, weil es ein bisschen viel Regen tropft. Habe ich jetzt hier das Mikrofon weggenommen. An einer Position, wo ich auch hoffe, dass sie verbessert wird für euch, weil hier zeigen die Velotafeln nach oben. Obwohl das nicht stimmt, weil dort unten ist gerade der Zoll, da geht es ins Frankreich. Und unser Weg führt hier eigentlich geradeaus weiter. Vorne bin ich gestanden, das habe ich von dort noch nicht sehen. Hier geht es nämlich gerade wieder um eine Ecke, was man sieht, dass das definitiv der falsche Weg ist, wenn man da runter geht. Dass es hier nämlich wieder in eine andere Richtung geht. Und was es hier auch wieder gibt, ist ein Brunnen, Trinkbrunnen, Sitzbänkchen.
und was sie in dieser Region aber auch schon oft angetroffen haben, was man positiv aufheben kann, ist, die haben viele Trinkbrunnen und dann sind die immer überdeckt, was ihnen natürlich eine Option bietet vor Sonne oder vor Regen. Ja, und eine weitere Sache, die ich ja gesagt habe, ich würde weiterfahren. Ich würde jetzt auch ein bisschen mehr kommentieren, als nur die Route zeigen. Da hinten gibt es sogar noch wieder ein Restaurant, gerade direkt. Und ich habe geschaut, wie die Wetter-App mir zeigt, was läuft. Also es kommt definitiv eine Regenfront auf mich zu. Es ist 11:30 und die geht bis um 14:30, bis sie komplett vorbei ist. Also keine Option zu warten, 3 Stunden. Zeit hätte ich aber keinen Bock. Vielleicht kommt unterwegs wieder etwas, wo ich Pause machen kann, um etwas zu essen. Ich habe eigentlich noch nicht groß Hunger, aber... Ja, lustig. Seltene Sachen. Dann gehen wir weiter. Ich bin ausgerüstet gerade. Und das war wieder ein Blick von der Landschaft. Ihr seht, das ist alles weiss. Das ist das der Regengewitter, der auf mich zukommt, beziehungsweise das, wo ich reinfahre. Ja, damit ihr es auch einmal seht, das meine ich mit halb zugewachsenen Tafeln, die wir vorhin nicht recht gesehen haben. Ja, wenn dann das noch ein bisschen wächst und wenn man von kurz fahren noch ein bisschen abgelenkt ist, sieht man das gar nicht. Dass ich jetzt hier rechts muss, schweig geradeaus. So schöne alte Häusle gibt. ÖV so wie überall. Das scheint auch irgendwann etwas älter zu sein. Da ist drunter noch etwas angeschrieben. Da hat man ein Fenster nachträglich reingemacht. Nebenan ist noch irgendeine Kirche. Ja. Und da kommt schon der nächste ÖV. Da kommt schon der nächste Bus. So haben wir wieder Weihraben. Soweit das auch gereicht. Ha, ein Stück weiter vorne. Ist zwar nicht der geilste Platz, aber da mache ich jetzt Pause. Da bin ich im Charme, hock da vorne, schaue hier raus und esse etwas kurz. Ich glaube, eine gute Option war, hier anzuhalten, Pause zu machen. Denn der Regen ist stärker geworden und sollte ungefähr in einer Stunde weitergezogen sein und nicht mehr so schlimm sein. Also, es ist ja nicht schlimm, aber muss ja nicht sein. Also mache ich jetzt Pause eine Stunde und dann kann ich weiter, wenn es nicht ganz so stark regnet. Vielleicht hört man es sogar. Ui, 14:45. Es ist durch, aber irgendwie hat sich die Wetterlage wieder ein bisschen verändert, wenn man da unten schiebt, um zu schauen, was Regenwetter durchgeht. Nochmal etwas, es tropft immer noch ein bisschen. Ja, jetzt hat es gerade aufgehört, jetzt kommt es wieder. Ja, noch, gehen wir halt weiter. Hier scheint es auch jede Menge Pferde zu geben. Oh, zum Glück komme ich von hier. Und da gibt es jetzt 50% runter. Wir wissen Bescheid, he? Anderen Weg rum, dann geht es vielleicht rauf. Und wieder ein Stück weiter. Jetzt fällt es gerade wieder mehr verregnen. Ich muss ein paar Putz wieder anlegen. Habe ich wieder einmal eine Wandertafel. Grand Guess oder Grand Guess geschrieben. Noch kann man sie lesen. Man sieht es gerade so halbtransparent. Dann geht es für mich weiter. Hier durch das schöne Waldstück, wo es auch einen Wanderweg gibt mit der 103. Und nur ein paar Meter weiter vorne gibt es noch ein Brückchen mit einem Gewässer. Ihr seht, hier gibt es sogar noch ein Kaffee-Restaurant.
und ein Campingplatz. Schade, dass nicht drauf steht, wie weit. Andererseits ist dort die Fahrverbotstafel. Ja, so viel zum Thema Fahrverbot. Dass wir hier einen Abend wieder für anscheinend hier wieder rauf. Ist eigentlich auch seltsam, he? Warum ist Fahrverbot, wenn da ein Schild zum Camping ist? Sollen wir das Auto hinterher tragen oder so? Keine Ahnung. Und wenn wir zum Waldhaus kommen, irgendwie direkt nach dem Brückli, wo es der Berg wieder rauf ist, hat es wie aufgehört, tropfen. Im Moment regnet es hier wieder nicht mehr schön. Der Himmel sieht auch gut aus. Hervorragend. Und warm ist mir geworden. Hier oben ist auch wieder eine Baustelle. Aber es war eine Sackgassentafel, wo Velo und Fußgänger durch dürfen. Das ist schön. Ich bin noch langsam, dass sie mich sehen. Hinten kommt einer, da vorne sind sie. So darf es sein und dann weiß man, was man machen kann. Und wieder einmal ein Dächchen, das einen Brunnen gibt. Diesmal ist er aber tiefer unten. Das habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Ist auch speziell, sonst sind sie immer auf gleicher Höhe gewesen. Der ist jetzt aber hier unten. Dass hier alles ein bisschen anders ist, ist mir ja schon lange klar gewesen. Schon seit den letzten Etappen. Und das sehen wir auch im Schild hier. Das ist nicht das Erste. Schon so viele Ortschaften gesehen, die so auf dem Kopf sind. Naja, ah, ich weiß nicht, was Sinn dahinter stecken soll. Einfach anders können sie. Ich weiß nicht. Jo. Da ist irgendwie noch als Kapelle, he? Glockenturm. Dann bin ich hier irgendwo immer, wo sie Wein anscheinend herstellen. Les Berrières. Cave and Domain, also irgendwie Höhlen und irgendeine Hauptort. He? Cool. Dort steht auf dem Schild von der Tür, wo ich jetzt stand, weil ich wollte schauen, ist gerade einer rausgekommen. Oh, der ist aber unten, das sieht auch cool aus. Das ist aber neu. Degustatio Vente, also degustieren und verkaufen. Lundi am Mardi, Samstag auch noch. Aha. Interessant. Ganz viele Leute drin. Dort steht noch ein Schild. Degustieren, Personen, Ring und Enter. Also ja, Leute und reingehen. Mal schauen, ob sie mich verjagen. Jetzt kann ich mal rein schauen. Sauvignon Blanc. Ja, man hört es. Jetzt ein Haufen Leute filmen jetzt nicht. Also, da ist mir zu viel los. Da ist zu viel los. Ich verstehe eh kein Wort von dem. Das scheint doch etwas privat zu sein. Ich habe gerade eine Frau da gesehen, die wo Deutsch können, weil dann hat mich ein französischer Typ angesprochen, Französisch angesprochen. Dann hat er mich früher zu dem Bar geführt. Und da konnte ich denen sagen, was ich wollte. Und auch der Bar hat gesagt, kein Problem, ich soll da noch einmal rumlaufen. Umlaufen. Und sie und der Bar hat gemeint, also dass jemand da war zum Degustieren, das ist irgendwas für Fahrt. In einer Stunde sind sie auch wieder weg. Und dann hat mir da noch so ein Papier im Finger gedruckt. Ich soll einfach einmal umlaufen. Gut, mach ich mal. Mal schauen, was ich da so sehe. Das sieht aber nicht nach Weinproduktion, es ist nur nach Teilen, die man braucht, wahrscheinlich um es irgendwie abfüllen, wenn jemand kommt. Ja, weil er gesagt hat, ich soll gerade links. Wenn ich links gehe, bin ich an einer Tür gestanden, wo es dunkel ist. Wahrscheinlich habe ich es schon richtig verstanden, aber gegangen am falschen Weg rum. Das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt, der Weinproduktion zu sehen, als nur ein Container um eine Stollehre. Oh, schade. Aber wahrscheinlich hat er das gemeint da draußen. Wahrscheinlich ist ringsum laufen. Oh, da hinten hat es noch einen Pool, einen grossen. Oh ja, Berrière und das Zeug, sonstiges Zeug, wie wird da hergestellt. Ja, also gehen wir wieder weiter. He? So, gehen wir nochmal zurück. Es ist nochmal eine Dame gekommen, die Deutsch kann. Die hat da etwas mit dem zu tun, die hat mir gerade etwas dazu erklärt. Eben, wenn man da durchläuft, ist das total unscheinbar, wenn man keine Ahnung von dem Zeug sieht. Normal sind die da oben, werden gepresst. Dann laufen sie da durch das Rohr runter und werden da unten abgefüllt.
Und dann hat sie gesagt, ich kann hier noch rein, weil da bin ich auch drin gewesen. Da muss ich noch das Licht einschalten. Wo hat sie das Lichtschalter gehabt? Da ist der Lichtschalter. Und da drin schmeckt mir der Wein schon. Da hat sie ein paar Fässer, aber das ist jetzt eben nicht die Zeit, wo sie das machen. Ja. Und so sieht das da innen auch aus, wo dann der Wein abgefüllt wird. Direkt vom Verkauf hier habe ich mir zwei geholt. Würde ich dann gerne verschenken. Bevor es wieder bei einem Brunnen hier hinten runtergeht, zeige ich euch, dass ich hier hergekommen bin. Von dieser Ortschaft, wo es eine Wandertafel gibt. Was wie erstaunlich schön die ist. Die schönste, ausgeschilderte Wandertafel auf dieser ganzen Strecke. Richtig glänzig helle Farbe. Also, Wandertafel. Bessie, spricht man es aus, wenn ich das richtig in den Kopf habe, wie sie mir das gesagt hat. Jawohl, und so heisst die Ortschaft hier, wo es den Weinproduzenten gibt. Hier fahren wir dann auch dran vorbei. Das sieht mal spannend aus, die Wolkenlinie dort. Und jetzt habe ich eine kleinere Abfahrt vor mir, gerade wie es aussieht. Wenn man dann hier drüber gefahren ist, sieht man wieder eine Wandertafel. Bevor man hier schön auf die Rhone schaut, richtig toll mit der Brücke, haben wir eine Wandertafel, Passerelle de Gevresse. Irgendwie so, he? Wahrscheinlich schon wieder deutlich weiter unten als vorher. Ehrlich. Eben, kennt ihr, das ist die Nummer. Dann ist das Zeichen dort hinten drauf. Und manchmal ist eben nur das Zeichen drauf anscheinend. Da muss man halt dem noch. Das muss man jetzt erst wissen. Hier durch. Da kommt nicht wirklich viel Wasser an den Brunnen. He? Aber da muss ich nachher Wasser nehmen. Ich habe vergessen aufzufüllen, hätte ich da unten machen können bei denen im Hof. Es ist mir jetzt definitiv langsam zu warm. Jetzt im späteren Nachmittag wird es wärmer. Puh, aber es fängt gleichzeitig wieder an zu tropfen. Eins muss trotzdem den Regenschutz anlegen. Das ist dann alles nass. Und das nächste Problem, wenn ich den nicht da habe, wie ihr seht, der ist hinten dreckig, sonst ist noch alles hier hinten dreckig. Ich habe nicht das Problem, wo man das Velofahren hat. Unportable, ja. Kann man hinter den Wasserhahn aufdrehen, dass es nicht mehr kommt. Immer noch mal kaum Wasser raus. Guck mir irgendwie gerade so bekannt vor, habe ich da nicht gestartet. Ich glaube, ich bin da heute gestartet. He? Ja, jo. Ja, da bin ich gestartet. Jo, das heisst, meine Etappe ist hier fertig, die Rundroute. Jetzt, wo ich fertig bin, kommt die Sonne vor. Naja, ob das kommt überhaupt noch Sonne, morgen wird es noch schlechter. Das war es in dem Fall. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und bis zum anderen Mal.